Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur nächsten Folge Horror am Sonntag. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Alien Isolation. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder dabei seid und reinschaut. Und eine Neuerung kann ich schon mal kundtun. Es wird einen zweiten Teil geben von diesem außerordentlichen, spannenden Spiel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind in der letzten Folge wieder hier hochgeflüchtet, haben den Alarm hier unten ausgelöst, waren direkt hier unten bei den Communications, hier direkt waren wir drinnen, bei der internen Kommunikation, haben dann damit einen Funkspruch abgegeben Richtung unserem Schiff. Da haben wir rausgefunden, dass es nicht mehr alle zurückgeschafft haben, beziehungsweise sollen wir unbedingt schauen, dass wir wieder durch Seeksen Communications wieder zurückfahren. Da bin ich mal gespannt, das machen wir jetzt. So, und damit geht's ab, wieder zurück. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Also so wie es aussieht, geht das nicht geradeaus, sondern... Oh. Oh, da liegt einer. Oh Gott. Kann das sein? Kann das jetzt wirklich sein, dass hier das Alien unterwegs ist? Da müssen wir hin. Das ist unsere Mission heute. Irgendwie hier durch. Flüchten Sie zurück durch Seeksen Communications. Da ist wieder der Speicherpunkt und da geht es wieder zurück. Ich bin gespannt, ob wir da heute irgendwie hinkommen. Das sind zwei. Oh Gott. Okay, der ist wieder abgehauen. Ich sehe seinen Kopf. Da vorne steht er. Wir müssen hier unbedingt raus. Alter, das wird eine spannende Kiste. Das sage ich euch gleich. Schauen wir mal. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Alles cool. Leute, alles cool. Kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir erstmal checken, wo wir überhaupt hin müssen. Und zwar geht es da hier raus. Genau, da hier geht es raus und da ging es ja diesen ganzen Gang vor. Und dann sollten wir da vorne eigentlich nur nach links raus. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach ist, dass wir da rauskommen. Im Leben. Nicht wird es so einfach sein. Das garantiere ich euch gleich. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein. Und genau deshalb... Genau deshalb kann man sich hier in den Schränken verstecken. Weil das ist nicht das, das sind nicht die Aliens, die einen mir fertig machen, sondern das sind diese Androiden. In den Kommentaren habt ihr ja erwähnt, habt ihr nochmal genau die Definition durchgegeben, das war der liebe Mr. H. Der hat ja nochmal gesagt, was dann der Unterschied ist zwischen so, ja, zwischen so verschiedenen menschenähnlichen Sünds, Androiden und so weiter und so fort. Weil ich das immer auch gerne verwechsle. Und er hat das hier ganz klar festgelegt und hat einfach gesagt, das hier sind Androiden. Es sind sogar zwei. Es kann normal nicht sein, dass hier einer rauskommt. Also das hier ist unser Zufluchtsort eigentlich. Thank you.
Okay, der bleibt da hinten. Hm? Jetzt kommt er vor. Wir müssen hier irgendwie dran vorbei, Leute. Irgendwie müssen wir dran vorbei. Am besten schleichend. Es gibt ja immer zwei Varianten. Vollgas oder einfach nur schleichend. Und ich weiß nicht, was uns da vorne erwartet. Deshalb würde ich sagen, wir schleichen. Jetzt müssen wir erstmal nur warten, bis der Typ hier keinen Bock mehr hat und auf die andere Seite wechselt. Hier ist keiner. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal innen lang. Ihr wisst ja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, der läuft wieder weg. Alles cool. Leute, noch alles cool. So, jetzt schauen wir mal schnell auf die Karte. Okay, wir sind da. Wir gucken in die richtige Richtung. Wir müssen da rein. Gleich speichern. Sicher ist sicher. Und Leute, es geht weiter. Jetzt werden wir wieder beobachtet. Ich habe mir schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht lange so gut gehen kann. Vielen Dank. Oh Mann, wir müssen... Leute, ich weiß, was hier ist. Wir müssen bis ganz zurück. Wirklich bis ganz, ganz zurück. Okay, da kommt jemand. Alles leer. Da unten ist jemand. Ganz toll. Auf Türme nicht zugreifen. Den Alarm kriegen wir niemals ausgeschalten, oder? Torüberbrückung. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebaut. Um Unfälle zu vermeiden, werden wir herausfinden, was hier los ist. Okay. User-Manifest morgen gemeinsam. Zuerst erschienen im Auge auf Sieksen. Wir wollen Ihnen keine neue Welt zeigen, wir wollen sie mit Ihnen entdecken. Hier bei Sieksen soll jeder neue Tech, jedes Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um Ihnen zu dienen. Wir hoffen, Sie werden sich auf unsere Reise anschließen. Okay. Morgen gemeinsam Sieksens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Siegner. Das muss ich jetzt nicht lesen. Tut mir leid. Audio, bitte um Verständnis. Marie, falls du dies hörst, bin auf dem Weg zu Sieksen Communications. Habe ich dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst versuchen, dass unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Das haben wir gemacht. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Mach dir keine Sorgen, ich werde zurückkommen. Na, das klingt... Türmechanismus überbrücken. Haben wir. Wir haben den überbrückt. Da steht halt einer, ne?
Boah, da kommst du gar nicht rein. Wie fies zum Geier ist das? Wie fies ist denn das? Schaut euch das mal bitte an. Du kommst hier gar nicht rein. Oh. Okay, der geht los, der geht weiter. Okay. Der geht wenigstens immer mal ein paar Schritte hin und her. Okay, der geht weg. Okay, höchstwahrscheinlich ist das unsere Chance, da vorzulaufen und dann wahrscheinlich hier rein, oder? Hier geht's aber nicht rein. Wir müssen da raus, guckt mal. Richten Sie zurück. Durch Siegsen Communicate. Wir müssen, oh, okay, wir müssen über die Rezeption wieder zurück. Hier geht's, hier sind Tunnel. Aber die sind alle versperrt und wir haben keine Ionenschneider, oder wie das Ding heißt. Wenn der noch ein Stück vorgehen würde, wäre das geil. Alarm, Alarm. Ich bin wirklich nur so ruhig, weil ich mich übelst konzentrieren muss und gucken muss, dass der Typ mich irgendwie nicht sieht, der dort oben durch die Gegend läuft. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, das geht nicht anders. Also, hier können wir so weit rumlaufen, dann gehen wir wieder hier hoch und dann müssen wir uns da vorne wahrscheinlich den nächsten Androiden stellen. Interessiert mich nur, wo ist er? Angeblich wäre hier niemand. Da oben wäre irgendwas verschlossen. Wir greifen mal auf das Terminal zu. Mal gucken, was es hier gibt. Ordner fehlerhaft freigegeben. Anrufregister. Apollo, bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Rufnummerkennzeichen. Mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Ihr hört auf keine Anweisung. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Okay. Okay, also denen war das egal. Audio gibt es Fehler. Zubehör ist leider nichts da. Schade. Okay, Luftreinigung, Lautsprechersystem, Beleuchtung. Falsch. Raum wechseln mit der Tab-Taste. Relaiszugriff, Rezeption ist nix. Kommunikationszugriff, Beleuchtung, Lautsprechersystem, Luftreinigung. Bild. Kommunikationszugriff. Dann schalten wir hier alles mal ab, würde ich sagen. Da halten wir nur die Luftreinigung aktiv. In der Rezeption ist gar nichts mehr los. Was? Alles cool. Okay, hier kann man zur Not... Okay, Leute, hier kommt man zur Not rein.
Ich weiß halt allerdings nicht, wo es hingeht, aber hier könntest du rein. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ah. Okay, Leute, jetzt die Tür auf. Sehr gut. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen richtigen Schritt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das sage ich euch. Okay, der ist da unten. Okay, das sind jetzt zwei. Oh Mann, ey. Hoffentlich kommen wir da vorne irgendwie raus. Also das war schon mal richtig. Hier hätten wir zur Not auch rausgehen können, aber wie gesagt, dann könnten wir hier nochmal die Einstiegsluke benutzen und könnten dann versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Also das wäre vielleicht auch noch möglich, dass wir hier über die Seite irgendwie rauskrabbeln. Aber das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Irgendwas. Oder irgendwer bewegt sich hier. Und das ist kein Android. Das ist irgendwas anders. Da kommst du leider nicht rein. Das Geile ist, die Tür haben wir schon mal aufgemacht. Das ist okay. Da müssen wir raus. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann. Hier wäre schon mal irgendjemand gekommen. Im wahrsten. Wow. Also das ist ja nicht nur gruselig, sondern das ist ja auch richtig spannend, weil du hast ja jetzt. Du hast jetzt zwei so beknackte Gegner am Start. Das ist das ganze Problem. Das ist das ganze Problem. Der eine, der rennt halt hier rum und der andere, der rennt da hinten Patrouille. Super. Da oben muss jetzt einer stehen. Boah, Alter.
Langsam, langsam, langsam. Okay, der steht da immer noch. Man sieht's. Okay, wie es aussieht, kommst du ja erstmal nicht raus, außer du müsstest halt kurz warten. Das ist ganz toll, dass er hier den Eingang bewacht. Wisst ihr das? Ach, Himmel. Da oben steht ja auch noch einer. So, wir müssen da runter, Leute. Wir müssen hier runter. Das ist versperrt, da kommst du eh nicht raus. Das heißt, einzige Möglichkeit ist hier irgendwie runter. Okay, ich weiß, was jetzt gemeint ist. Das Ding ist gesperrt. Das Ding ist leider auch gesperrt. Wir müssen irgendwie hier vor. Das ist das ganze Problem. Und du kommst hier nicht weiter. So, entweder brauchst du hier einen Ionenschneider oder irgendwas. Aber das ist ja versperrt. Ich wüsste ja jetzt nicht, wie kommt man da vor. Meine Handelsvertreter des Konzerns müssen sich mal besuchen am nicht gelegenen Synthetme. Die Frage wäre, entweder ablenken. Den hier reinholen. Außen rumlaufen. Okay, die kommen alle hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der kommt hier rum. Die rennen hier rum. Haben wir die vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen verwirrt? Ich glaube jetzt anzunehmen, dass wenn wir Glück haben, dass ich hier draußen die Position so ein bisschen verändert haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das mit dem Licht ausschalten war vielleicht nicht so dumm, wie es am Anfang so den Anschein hatte. Ich hätte halt schon irgendwie gern den Alarm ausgeschalten. Oh, da sind gleich zwei. Thank you.
Es ist halt extrem schade, dass wir halt keine Verbindung zu dem anderen aufbauen können. Nicht zu dem anderen kleinen Gang hier. Das ist halt extremst schade. Du kannst das nur von innen öffnen. Du kannst das nicht von außen öffnen, außer du hast ja diesen Ionenschneider. Aber ich habe keine Ahnung, wo es das gibt. Angeblich gibt es hier noch irgendwo wahrscheinlich eine Tür. Also guck mal, hier gibt es ja auch so ein verschlossenes Ding. Da gibt es anscheinend hier irgendwo noch eine Tür, wo wir hinkommen könnten. Ja. Wir müssen irgendwie davor. Es nützt nichts. Leute, wir müssen irgendwie davor. Sieht so aus, wie wenn hier keiner mehr ist. Es sieht echt so aus. Ich sag euch, was das ist. Das ist halt dann dieses Alien, ne? Das ist halt dann dieses Alien. Was hier oben rumkrabbelt. Und du kommst halt nicht hier rein, weil du hast diesen Ionenschneider nicht. Klar wäre das geil, wenn man hier reinkommt, aber... Okay. Dann lassen wir es so stehen. Dann kommen wir hier an dieser Stelle irgendwie erstmal nicht weiter. Dann gibt es nur eins. Vollgas durch. Der steht ja wahrscheinlich dort vorne immer noch Patrouille. Ja. Oh nein, der steht jetzt andersrum. Was gab's da drin? Da drin gab's, glaube ich... Ah, wartet mal. Müssen wir noch einen Stockwerk runter? Hier, warte mal, Pflicht. Ja, ja. Größer, kleiner, Karte scrollen, Stockwerk wechseln auf der Taste R. Dann wärst du hier wieder. Nee, das ist Quatsch. Nein, das ist auch Quatsch. Wir sind da. Wir müssen... Okay, guck mal, das ist noch relativ unbekanntes Gelände hier. Vielleicht haben wir Glück und wir finden da drin noch irgendeinen Ausgang. Oder wir bauen uns einen Geräuschmacher. Wisst ihr, was ich meine? Das können wir auch ausprobieren. Rechte Maustaste zielen, R halten, platzieren. Ob das geht, habe ich absolut keine Ahnung.
Ja, schaut mal, das Ding ist immer noch zu. Wir gehen erstmal in Deckung. Kommen Sie bitte raus. Noch nicht. Wir kommen garantiert noch nicht raus. Wir gehen erstmal hier irgendwo in Deckung. Okay, hier läuft niemand durch die Gegend. Leute, hier sind wir erstmal safe. Leuchtfackel, okay. Gibt es leider keine. Warte mal. Wir kommen hier wieder so raus. Hier gibt es leider nichts mehr zum Angucken. Leute, wir sind an denen vorbei. Mit dem Geräuschmacher sind wir an denen vorbei. Wir müssen jetzt hier runter. Und dann nach rechts. Okay. Leute, drückt die Daumen, dass hier uns jetzt nichts mehr entgegenkommt. Irgendwas. Drückt einfach die Daumen. Da steht noch so ein Held. Ach, wartet mal, hier oben stand da auch noch so ein. Leute, da steht keiner mehr. Leute, da steht keiner mehr. Leute, wie es aussieht, sind wir hier durch. Ich glaube das gar nicht. Leute, wir drücken auf den Knopf. Wir sind hier durch. Raus hier. Einfach nur raus. Ja, zurück zur Lorenz Station. Gehen Sie zum Lorenz Systemturm. Oder was? Was stand da dort? Boah. Boah, wir haben es geschafft. Wir sind hier durch. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Boah. Nehmen Sie den Transit zum Skmeet-Turm. Okay. Da sind wir hier. Hier sind wir jetzt rausgekommen. Hier kommen wir zu Seeks and Communications. Jetzt gucken wir mal hier. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo wir speichern können. Wir müssen, glaube ich, die Lobby wieder runter. Genau. Und da geht's zum Transit. Sind wir hier alleine? Sind wir hier alleine? Oder sind wir hier nicht alleine? Vor allen Dingen, wo haben wir die Zugangskarte her? Verschlossen. Aber da drinnen gibt es irgendwas ganz, ganz Wichtiges, Leute. Und da hinten ist, wie es aussieht, ein Tor. Warum kommst du da nicht rein? Auch verschlossen. Mist. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier runter zur Speicherstation und all das andere sehen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn wir, wenn wir das geschafft haben, ja, hier unten geht es zum Speichern. Super, Leute, wir sind am Communications-Punkt. Das heißt, wir sind hier am, ja, wir sind hier am sogenannten Transit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Was für eine Fluchtaktion bei den ganzen Androiden vorbei. Unglaublich. Hier ist der Speicherterminal. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Und beim nächsten Mal werden wir schauen, wo uns, das war es eben nicht, wo uns dieser Transit hingeleitet. Haltestelle für Seeks and Communication Technologies. Das ist schön. Schnell noch speichern und dann, Leute, haben wir es hier geschafft. Was für eine Folge. Du kommst ja ohne diese Geräuschmacher und so weiter. Du kommst ja hier... Oh nein. Leute, ich habe was gesehen. Leute, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen.
Androiden. Die haben sich versteckt. Das ist eine Falle. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.